Wir werden das mal schnell zusammenbauen und dann sind wir gleich wieder da und gucken uns mal an, wie das Ganze sich hoffentlich bewegt. Drei wesentliche Komponenten, unser Roboterarm, wir haben hier die Robotersteuerung und zur Programmierung eben dieses Panel. Und jetzt seid ihr live dabei, wenn ich hier auf den Knopf drücke und er startet, das ist schon mal sehr gut. Stehst du da wirklich sicher? ohne dass ich drücke, wird er nicht losfahren, zumindest sollte das so sein. Falls er doch losfährt, müsst ihr ihn wieder einpacken. Die Steuerung fährt jetzt hier hoch. So, jetzt habe ich hier den Notaus rausgemacht. Hier war gerade noch aus Sicherheitsgründen der Notaus drin. Ja, dieses Roboter-Panel besteht jetzt hier erstmal aus diesem Starter. Hier hinten haben wir noch einen Zustimmtaster, USB-Anschluss, wo man Programme übertragen kann. Hier wichtig auch der Notausknopf. Wenn man Programme zum ersten Mal nutzt, sollte man hier auch die Hand drüber haben, falls etwas Unvorhergesehenes passiert. Und hier haben wir jetzt die Bedienoberfläche. Wir schalten den Roboter jetzt ein und wir sind ready to go. Jetzt hoffe ich, dass ich auf den richtigen Knopf drücke und dann werden wir erstmal etwas frei fahren. Sieht gut aus. Kann der Benjamin mal probieren. Jetzt versuchen wir zu bewegen. Funktioniert ja nicht, wenn ich hier diesen Zustimmschalter drücke. Jetzt war der Benjamin ein bisschen zu grob zu unserem Roboter. Das mag er nicht. Okay, jetzt, ja, jetzt kann man ihn mit hier von Hand bewegen. So, jetzt kann der Benjamin sich mal einen Punkt aussuchen, an dem er gerne unser Roboterprogramm starten würde. So, einen Punkt haben wir jetzt gespeichert. Jetzt kannst du noch einen zweiten Punkt hinmachen. Schauen wir mal, dass wir möglichst jede Achse vielleicht mal. Ja, genau. Testen können. Ja. Okay. Noch einen, wenn du willst. Mhm. So, jetzt haben wir hier drei Wegpunkte festgelegt. Jetzt ist eigentlich unser einfaches Roboterprogramm schon fertig. So, zur Sicherheit, um mal anzuschauen, was passiert, gehen wir jetzt hier erstmal in den Simulationsmodus und schauen uns mal das an. Jetzt können wir hier sehen, wie unser Roboter fährt. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Er macht jetzt hier keine unvorhergesehenen großen Bewegungen. Da könnten wir uns doch dann jetzt mal trauen, unser Programm auch in Echtstart zu starten. Okay. So, jetzt fährt der Roboter erst zum Ausgangspunkt. Das muss ich hier auch mit diesem Taster immer bestätigen. Jetzt reduzieren wir noch die Geschwindigkeit noch ein wenig. Dann, wie eben gesagt, immer einen Finger am Notaus. So, und unser erstes Roboterprogramm läuft. Quasi endlos die drei Punkte ab, die wir eben programmiert haben. Ja, ganz gut funktioniert. Kann man das Ganze ein bisschen schneller. Wie viel Prozent der Geschwindigkeit haben wir jetzt schon? Also das ist im Moment die freigegebene Geschwindigkeit, sind 100%. In der Sicherheitskonfiguration kann man das einstellen, da kann er noch deutlich schneller fahren, aber für die Zusammenarbeit mit Mitarbeiter ist das hier jetzt mal so ein Limit. Und wer hat es ja schon, wenn ich den jetzt berühre, dass dann automatisch stehen bleibt? Wenn ich jetzt hier reinkomme, hat man jetzt schon gesehen, er hat jetzt erkannt und geht jetzt im Sicherheitsstopp. Kann man das jetzt auch noch einstellen, bei welcher Gegenkraft der aufhört? Ja, das ist das. Also die Geschwindigkeit kann man da natürlich reduzieren und die Auslösekraft, die Kraftschwelle kann man auch einstellen. Hier gibt es dann eben noch mehr Möglichkeiten, den Roboter zum Beispiel warten zu lassen.
verschiedene Schleifen zu durchfahren. Es gibt noch vorgegebene Muster schon, die er abfahren kann, um zum Beispiel Teile von der Palette zu greifen. Wenn wir unseren Greifer hier dran haben, in Betrieb genommen haben, wird der auch hier integriert sein. Also man hat eben jetzt schon gesehen, man kann hier sehr schnell die Programme zusammenstellen, zusammenklicken, quasi den Roboter von Hand hinführen, das übernehmen, so dass man hier auch keine Scheu haben muss. Die Programmierung ist relativ einfach und kann man eigentlich sehr schnell erlernen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch entscheidet, als Studierende zu uns zu kommen, die Lehrveranstaltung zu belegen und euch diesem spannenden Thema zusammen mit mir und mit Benjamin zu widmen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.